Herzlich willkommen. Ich möchte euch heute einmal zeigen, halt, wie das Radar funktioniert, was man so in etwa damit machen kann und wenn ihr es wissen möchtet, auch die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Paketen, damit man weiß, in welche Richtung man vielleicht eventuell denken kann, wenn man überhaupt dran denkt, sich ein Radar anzuschaffen oder sowas. Ich bin mit der Anwendung noch nicht, das ist also meine erste Aktion, von daher bin ich ganz dankbar, dass Annette und Claudia mich da unterstützen und ich werde mich bemühen, halt so gut wie es geht reinzukommen. Okay. Ja, Basis für das Radarprogramm ist ja das Synthesis. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch das Synthesis kennen. Wenn einer gar nicht weiß, was das ist, dann einmal kurz nachfragen, würde ich sagen. Im Prinzip gibt es ja zwei große Repertorien, das Synthesis und das Complete. Basis ist für beide letztendlich der alte historische Kent quasi, aber wesentlich aufgemotzter im Grunde und um weitere Rubriken ergänzt. Ja, das Synthesis ist wie gesagt die Basis, das seht ihr jetzt auch im Schirm. Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten zu suchen. Das eine ist die nach der hierarchischen Suche. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Rubrik suche, ich weiß, wo die ist, ich weiß, wo die sich befindet, ich möchte die nur aufrufen, um die in meine Analyse praktisch mit zu übernehmen. Dann kann ich entweder hier über dieses Hauptkapitel gehen und mir die Hauptkapitel raussuchen. Wenn ich genau weiß, wo sich mein Symptom befindet, kann ich das auch direkt und unmittelbar schon eingeben. Aber ich mache es jetzt mal einfach hier rüber. Sagen wir mal, ich habe einen Fall, ich suche im Hauptkapitel Allgemeines, Speisen und Getränke, Milch verschlimmert. Ich kenne meine Rubrik, ich suche die jetzt praktisch nur raus. Dann habe ich jetzt mein Hauptkapitel schon ausgewählt und ich gebe jetzt als Unterrubrik Speisen und Getränke ein. Und bei jedem Buchstaben, den ich jetzt eintippe, grenzt sich das ein. Ihr seht das, jetzt sehe ich nur noch die Worte mit SP. Und bei SPE, was ich hier geschrieben habe, sehe ich jetzt Speisen und Getränke. Ich brauche also auch gar nicht weiter zu schreiben, sondern ich drücke jetzt einfach die Enter-Taste und habe jetzt automatisch die Unterrubriken von Allgemeines, Speisen und Getränke. Milch wollten wir haben, Milch verschlimmert. Auch hier brauche ich nach MI gar nicht weiter zu tippen. Ich drücke einfach Enter. Habe hier dann die Unterrubriken zur Milch und will jetzt haben die Verschlimmerung, also Aggravation. Drück nochmal Enter und nochmal Enter und bin an der Stelle im Repertorium. Wenn ich jetzt sage, diese Rubrik möchte ich gerne übernehmen, habe ich auf der linken Seite meine Ablagen. Das heißt, das sind sozusagen meine Koffer, in die ich meine Symptome reintun kann. Das kann ich jetzt machen, indem ich hier die mit Drag and Drop rüberziehe. Ich kann auch sagen, ich möchte das addieren. Ich also lieber der Tastatur arbeiten möchte, kann ich auch einfach die Plus-Taste drücken. Öffnet sich automatisch dieser Schnelleingabeschirm und ich kann auch gleich einen Faktor eingeben dafür. Das heißt, wie hoch möchte ich das Symptom gewichten? Das heißt, diese Gewichtung ist eine rein subjektive Verstärkung des Symptoms, hat nichts mit den Graden zu tun. Ja, die Grade, die wir sehen, die sind ja im Prinzip auch, resultieren die aus der homöopathischen Materia Medica. Das heißt, wie stark wirkt mein Mittel oder wie häufig, wie stark sind die in der Prüfung sozusagen aufgetreten. Das hat aber nichts hiermit zu tun, sondern das, was wir hier machen, ist tatsächlich ein Faktor. Das heißt, ich würde jetzt sagen, ich nehme dieses Symptom, allgemeines Speisen und Getränke, Milch verschlimmert, mit einem Faktor von 1. Also ich nehme es mit 1 mal. Ich kann auch Faktoren vergeben von 0 bis 9. Okay, dann machen wir gleich noch was anderes zum Faktor. Also im Synthesis oder im Radar heißt es eigentlich Intensität. Das ist nur ein Begriff, den ich nicht so mag, weil er ist genau, er ist unpräzise. Denn de facto ist es wirklich ein Faktor. Das heißt, wenn ich hier sagen würde, ich nehme das plus 3, plus 4, weil wir neigen dazu, oft in Graden zu denken, dann nehme ich es in Wirklichkeit mit 4 mal. Das heißt, ich tue wirklich so, als wäre dieses Symptom 4 mal vorhanden. Ist also eben was ganz anderes als diese graduelle Änderung, die wir hier bei den in den homöopathischen Graden haben. Dann gebe ich aber gleich nochmal ein Beispiel für ein Symptom, was ich zum Beispiel mit plus 0 reinnehmen könnte. Das heißt mal, gesetzt den Fall, ich habe einen Patienten, der sagt, ich habe eine Verschlimmerung nur durch gekochte Milch zum Beispiel. Alles andere vertrage ich. Kalte Milch, alles gut, nur gekochte Milch. Dann gibt es natürlich diese Rubrik gekochte Milch mit Nux Moschata und Sepia drin.
Beide Mittel einwertig. Jetzt kann man mal gucken, von welchem Auto ist das. Da mache ich einfach einen Doppelklick drauf. Sag okay, Hering, Vertack, Vermeulen. Die sind schon alle recht zuverlässig. Sepia können wir auch nochmal schauen. Auch von Clark und Vertack. Also eigentlich ganz zuverlässige Autoren. Wäre eine Möglichkeit. Aber ich sage jetzt, das grenzt mir meine Analyse zu stark ein. Darum könnte ich jetzt sagen, finde ich interessant, Nuxmarsch, Harter und Sepia. Aber ich nehme das jetzt mal mit der Wertigkeit plus 0. Das heißt, diese Mittel tauchen in meiner Analyse auf, aber sie werden nicht berechnet. Ja? Ich gehe jetzt mal gerade rein, weil Annette das eben vorgezogen hat mit den Graden und klicke mal hier einfach auf die Analyse. Hier oben habt ihr verschiedene Symbole. Das ist auch so ganz praktisch, wenn man mit der Maus drüber geht, wird einem auch immer angezeigt, was es ist. Ja? Also anzeigende Analyse. Das heißt, hier hätten wir unsere Analyse. Das wären die beiden Symptome, die wir jetzt eingenommen haben, die wir genommen haben. Einmal die große Rubrik und einmal die kleine. Und wenn ich die jetzt einschalten will, das heißt, ihr seht hier sind die Grade, also die Intensität, Entschuldigung, also der Faktor, den ich gewählt habe, ist hier oben 1, hier unten 0. Das wäre die Größe der Rubrik. Hier in der ersten sind 161 Mittel drin, in der anderen eben nur 2. Und wenn ich jetzt diese Intensität, diesen Faktor ändern will, kann ich einfach ein Symptom markieren, hier in dem Fall das zweite, und dann drücke ich einfach die Zifferntaste, die ich haben will für den Faktor. Ja, und dann sind sofort, seht ihr, dass Nuxmarsch, Harter und Sepia nach vorne kommen. Ja? Das heißt, wenn ich dieses Symptom nehmen würde, mit einer ganz normalen Intensität, dann würden die exorbitant nach vorne kommen. Darum schalte ich die einfach aus, quasi, indem ich hier einfach die 0 drücke und damit sind sie zwar noch vorhanden, aber werden halt nicht mehr berechnet. In dem Fall würde ich also die große Rubrik vorziehen mit den 161 Mitteln, um nicht zu viele Mittel zu verlieren. Gut, ich gehe jetzt mal hier wieder raus aus dem Fenster. Das kann ich einfach machen, indem ich die Escape-Taste drücke. Ich kann natürlich auch hier das Schließkreuz drücken. Ich bin so mehr der Tastatur-Fan, weil ich finde oben links die Escape-Taste, das hat man immer sehr schnell im Blick. Gut, das wäre also die hierarchische Suche. Das heißt, wenn ich eine Rubrik suche, ich weiß, wo sie sich befindet, gebe ich die einfach ein, nach dem Hauptkapitel, Unterrubrik, der Unterunterrubrik, die ich die Rubrik habe und kann die dann ganz einfach übernehmen. Die andere Möglichkeit zu suchen ist über die wortbasierte Suche. Das ist diese hier, nennt sich auch komplexe Suche. Ihr seht auch hinter den Worten, die da aufpoppen, findet ihr auch immer das Kürzel für die Funktionstasten. In dem Fall ist das hier die F4. So, und wenn ich das jetzt anklicke, kann ich hier in diesem Fenster einfach Worte eingeben. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe jetzt einen Patienten, der hat eine Verschlimmerung durch Milch, aber der kann mir das nicht so richtig schildern. Der sagt, ja, ja, Milch vertrage ich irgendwie nicht so gut. Okay, was haben Sie denn? Haben Sie dann irgendwie Durchfall oder Magenbeschwerden oder der sagt, nee, weiß ich nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das bekommt mir nicht. Kann man natürlich weiter drumherum fragen, ihr kennt das vielleicht, es gibt solche Patienten, da fragt man sich einen Wolf und kriegt doch nicht das Richtige. Da könnte ich jetzt auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich nehme mal einfach die Milchverschlimmerung und schau mal über das ganze Repertorium, was für Rubriken ich dazu finde zur Milchverschlimmerung. Das heißt, ich gebe einfach Milch ein, ja, drücke dann einmal die Enter-Taste, dann wird hier der Begriff aus dem Auswahlfeld praktisch übernommen. Und dann nehme ich die Verschlimmerung mit dazu. Auch wieder OK. Und ich kann auch ein drittes Mal Enter drücken oder hier auf die Suchen-Taste. Und dann bekomme ich in dem Fall alle Rubriken, in denen Milch verschlimmert. Ja, 73 Symptome in dem Fall. Hier vorne steht immer das Kürzel für das Repertorium, in dem ich gesucht habe. In dem Fall ist das Synthesis German English 2009. Man könnte jetzt auch andere Repertorien offen haben, meinetwegen den Pennekamp oder den Dorchy oder den Murphy oder was auch immer. Dann würde auch das Kürzel davor stehen, damit man weiß, okay, aus dem und dem Repertorium stammt diese entsprechende Rubrik. Gut, das sind jetzt 73 Symptome, ist noch nicht so aussagekräftig für mich, aber ich gehe mal zurück in die Abfrage und sage mal, okay, bei dem Patienten weist, sage ich mal, mein Verdacht, aus was für Gründen auch immer, auf Arsen hin. Ihr seht jetzt hier, es steht immer davor Wurzel Milch und Wurzel AGG. Das heißt, ich habe hier unten eine Wortliste und ihr seht jeweils ein Wort und eingerückt
zu bestimmte Formen. Das heißt, bei Aashaft seht ihr auf Aashaft, Aashaftem, Aashaftherr. Das heißt, mit der Wurzel Aashaft werden diese Worte auch mit gesucht. Das ist das System der Wurzeln und Zweige. Die Zweige können abgeleitete Formen sein, so wie hier. Das können aber auch zusammengesetzte Worte sein, so wie hier bei Abdomen sucht er zum Beispiel auch Abdominalbeschwerden. Das heißt, das ist kein Wortstamm und die abgeleiteten Formen, sondern es sind tatsächlich zusammengesetzte Worte. Es können aber auch Synonyme sein. Ja, es ist also nicht stringent logisch, sondern es können verschiedene Sachen sein. Hier oben seht ihr diese Wurzeln und Zweige und ihr seht auch dieses kleine Auswahldreieck daneben, was ihr sicherlich von Windows kennt. Und da seht ihr, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Ich kann nach Worten im Repertorium suchen. Ja, das heißt, dann seht ihr, wenn ich zum Beispiel die Wurzeln und Zweige nicht nutzen will, ich will nur ganz explizit ein Wort suchen, kann ich das auch. Das heißt, ich suche nur noch nach einem bestimmten Wort. Synonyme gibt es leider nur im Englischen, im Deutschen bisher nicht. Und es gibt den Punkt Arzneimittel. Das heißt, hier könnte ich sagen, okay, ich füge mal ein Arzneimittel zu meiner Suche hinzu. Ich sage also, such mir bitte Milchverschlimmerung bei Arsen. Jetzt drücke ich einfach nochmal die Enter-Taste. Das macht nämlich dasselbe, wie wenn ich auf Suchen klicke. Und dann durchwühlt er mir einmal das Repertorium und sagt, okay, Arsen, Milchverschlimmerung, habe ich diese Rubriken für dich gefunden. Ja, das heißt, wir sehen jetzt Magenschmerz, Milch verschlimmert, Magen verdorben, Milch verschlimmert, um Diarrhoe, Milch verschlimmert und natürlich unsere Allgemeinrubrik Allgemeines Speisen und Getränke, Milch verschlimmert. Und jetzt, wo ich weiß, Arsen hat Magenschmerzen durch Milch, hat auch einen verdorbenen Magen, der durch Milch verschlimmert wurde, könnte man den Patienten in die Richtung befragen, ist da vielleicht mal was gewesen, dass sie sich mal einen Magen verdorben haben oder so. Dann könnte der auf den Trichter kommen, dass er gesagt hat, ja, stimmt, als Kind, da ging es mir mal ganz dreckig und dann hatte ich Lust auf Milch und habe mal was getrunken und danach ging es mir so furchtbar. Und seitdem ist das eigentlich so, wenn ich mich jetzt erinnere, dass ich immer das Gefühl habe, dass mir Milch nicht gut tut. Ja, das könnte also eine Hilfe sein, auf so eine Ursache auch zu kommen. Man könnte auch aus dieser Liste raus jetzt ein Symptom übernehmen, dass ich das einfach markiere. Und so wie vorhin entweder mit Drag and Drop rüberziehe hier auf meine Ablage oder einfach sage eben plus 1 zum Beispiel und Enter. Und man sieht dann hier in der Ablage, die ist jetzt auch blau geworden, schon seit ich das erste Symptom reingenommen habe. Das heißt, die ist aktiv. Und ich sehe, dass darunter eine kleine 3 ist für 3 Symptome, die da jetzt vorhanden sind. Ja. Mit Escape mache ich das Fenster wieder zu. Ich noch mal einmal gerade rein. Ich kann das auch eingrenzen auf ein bestimmtes Kapitel. Auch das geht. Ich sage euch auch mal ein Anwendungsbeispiel dafür. Ich könnte zum Beispiel sehr schön damit suchen, Angst im Abdomen. Das heißt, ich gebe einfach Angst ein und gehe ins Kapitel rein. Keine Großschreibung. So. Ihr braucht keine Großschreibung oder kleinen Großbuchstaben oder sowas. Es genügt einfach ganz normal loszutippen. Und dann wähle ich das Kapitel Abdomen und hätte jetzt hier in dem Fall Angst Abdomen und habe auf einen Schlag alle Rubriken mit Angst im Abdomen. Ja. Ihr seht hier oben, das ist die Hauptrubrik. Und darunter kommen viele mit 0. Das ist natürlich merkwürdig, eine Größe von 0. Ich kann hier oben einmal mit diesem Symbol auch Unterrubriken einblenden. Das heißt, die Unterrubriken zu Angst im Abdomen sind, kann ich einmal einblenden oder wieder ausblenden. Ja, das ist natürlich für den Überblick ganz nett. Und wenn hier eine 0 dahinter steht, dann lasst euch nicht irritieren. Ihr seht hier oft, dass dazu eine synonyme Rubrik vorhanden ist. Ja, das heißt hier bei Abdomen Völlegefühl, Angst, als würde das Abdomen platzen, kann ich einfach einen Doppelklick drauf machen, dann bin ich in der Rubrik gleich drin und ich sehe gleich die synonyme Rubrik dazu. Es gibt im Radar und auch im Synthesis 2 Möglichkeiten von Querverweisen oder Synonymen. Das heißt, dies hier ist ein Beispiel für ein Synonym. Das ist blau. Das heißt, die Rubrik Abdomen, Völlegefühl, Angst, als würde das Abdomen platzen, die gibt es nicht, sondern die richtige homöopathische Rubrik dazu heißt, siehe Gemüt, Angst, Abdomen mit Auftreibung des Platzen, Gefühl, als würde das Abdomen. Manchmal von der Sprache her nicht so ganz einfach, aber das ist eine Möglichkeit, dass ich einfach einen Doppelklick drauf machen kann auf diesen Querverweis und ich komme direkt zu der entsprechenden Rubrik. Es gibt
Bis jetzt, also in der, das ist jetzt das Radar 10, die aktuelle Version. Es gibt im Augenblick leider noch keinen Button dafür, dass man quasi in die entsprechende Rubrik wieder zurückkommt. Das gibt es mit dem Radar Opus, was Ende des Jahres rauskommen wird. Ist auch schon vorhanden. Also ich habe auch eine Testversion, eine Beta-Version schon da. Das funktioniert also gut. Das heißt, da haben wir also auch sowohl diesen Pfeil-Zurück-Button als auch eine komplette Historie. Das heißt, ich kann im Radar Opus sagen, seit ich das Opus geöffnet habe, kann ich jeden einzelnen Schritt zurückverfolgen und kann sagen, wo bin ich da gewesen, wo bin ich hier gewesen. Denn es ist, während man einen Fall repertorisiert, nicht selten so, dass man sagt, ah, vorhin habe ich eine Rubrik gesehen, wie hieß die nochmal, da bin ich, die hätte ich jetzt gerne nochmal wieder. Ja, und damit hat man natürlich diese Möglichkeit und das ist schon eine ganz schöne Geschichte. Gut, jetzt gehe ich gerade nochmal da rein. Na, hier über diese Fußstapfen könnt ihr auch wieder zurückgehen in die letzte Suche. Das ist zumindest eine Möglichkeit, dass man zurückgehen kann in die Suche. Ihr seht auch, wenn ich darüber gehe, steht auch unter der Maus vorheriges Suchergebnis und das entsprechende Kürzel dafür. Genau, wir waren bei den Querverweisen. Der Querverweis, haben wir hier gerade ein schönes Beispiel, ist blau. Entschuldigung, die Synonym ist blau, die Synonymrubrik, und das Rote sind Querverweise. Unterschied ist einfach der, dass es diese Rubrik, wo die Synonyme stehen, dass es die eigentlich nicht gibt. Das heißt, es ist eine Hilfe, wenn ich bestimmte Begriffe eingebe, die eigentlich im homöopathischen Repertorium nicht vorkommen. Dann kann ich so einen Begriff eintragen und ihn einfach verknüpfen mit der regulären Rubrik. Das heißt, hierzu zu Raserei, also gibt also zu Gemüt, Angst, Abdomen mit Raserei, gibt es abwechselnd mit Raserei, Entschuldigung. Gibt es nicht eine Rubrik, sondern die gibt es eben hier bei Raserei, Tobsucht, Angst, Wut abwechselnd mit Angst. Im Gegensatz dazu steht ein Querverweis. Ein Querverweis wäre bei einer Rubrik, wo man sagt, okay, ich habe jetzt die Rubrik, kann ich mir auch nochmal aufdröseln, wie die genau heißt. Die heißt Angst, wenn allein. Ja, mache ich mit Escape wieder zu. Und dazu gibt es Querverweis. Das heißt, ein Querverweis ist ein Hinweis auf eine synonyme Rubrik, auf eine ähnliche Rubrik, zum Beispiel Furcht allein zu sein, Verlangen nach Gesellschaft oder Verlangen nach Gesellschaft, wenn allein. Das heißt, wenn ich sage, das könnte interessant sein, Verlangen nach Gesellschaft, dann mache ich einfach einen Doppelklick drauf und bin wiederum in der Hauptrubrik. Kann die jetzt natürlich auch übernehmen, über die anderen auch übernommen haben, entweder mit Drag and Drop oder mit der Plus-Taste. Plus-Taste ist das universelle Mittel, weil man hat viele andere Möglichkeiten damit, die man mit dem Drag and Drop oder auch mit der Übernahme hier über dieses plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, das macht nichts anderes als das, was wir gemacht haben, die man mit der Plus-Taste, also mit der Tastatur einfach mehr hat. Gut, das wären die Möglichkeiten zu suchen. Einmal hierarchisch, einmal halt über die wortbasierte Suche. Dann kann ich hier, wie eben auch eben, mir eine Analyse anzeigen lassen. Und was im Synthesis ganz klasse ist eigentlich, ist, dass ich die Möglichkeit habe, das auch einzugrenzen auf bestimmte Quellen. Das heißt, im Synthesis ist eingebaut nicht nur ein Autorenfilter, sondern tatsächlich ein kompletter Quellenfilter. Ich kann also meinetwegen sagen, zeig mir diese Analyse, die ich hier habe, mit den Autoren bis 1987, bis Pierre Schmidt. Was dann passiert ist, dass die Arzneimittel, die nach 1987 gekommen sind, alle auf einen Schlag rausfliegen. Ich kann das noch weiter zurückblenden, indem ich sage Klassiker bis 1916 oder Pioniere bis Hahnemann und je nachdem ändert sich automatisch meine Quellenbasis. Ich zeige das nochmal anhand von einer größeren Rubrik vielleicht, damit ihr nochmal versteht, was da passiert. Wenn ich zu der Rubrik gehe, Gemüt, Angst zum Beispiel, dann hat die in meinem Synthesis jetzt 691 Arzneimittel. Darunter sind natürlich auch solche Sachen wie Luna, Scorpio, Mikrowelle 2,4 GHz, Adlerflügel, Porzellan und alles, was noch so kreucht und fleucht. Wo sich's trennt, ist, dass man sagt, okay, ich finde die Mittel interessant, die geben mir tolle Pointer. Wenn ich so ein Mittel finde, dann habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Das ist die eine Möglichkeit, wie man homöopathisch arbeiten kann.